Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Star Stable Online. So, wir sind jetzt hier beim Schmied und sollen ja die Nägel für die Brücke besorgen. Moin, Ben! Ja, genau. Und da ist sie auch wieder. Die Janni, die ist wieder mit dabei. Die ist... Ich bin immer und überall. Ja. Ja. Die ist aber gerade in einer ganz anderen Gegend. Wo bist du nochmal? Gouverneur Spall. Ja, genau. Da macht sie auch Level, da kann ich aber auch noch gar nicht hin. Ja. Und wie gesagt, ich muss jetzt die Nägel besorgen. Das mache ich dann auch mal. Der Schmied und die Nägel. Sei gegrüßt, Stacy. Nägel? Du willst ganz normale Nägel haben? Das ist etwas unter meiner Würde. Ja, toll. So, dann hast du wirklich keine. Die besten Nägel, die die Welt je gesehen hat. Na gut, ich nehme... Mal ein bisschen. Ja, ich glaube auch. Na gut, ich nehme die Herausforderung an, Stacy. Ich werde Nägel für dich schmieden, damit du die Brücke in die Erntefeld-Provinz reparieren kannst. Die besten Nägel der Welt werden das. Es ist mir eine Ehre, die Verbindung noch nach Jarlaheim und dem Jorvik-Stall wieder herstellen zu können. Hör mir zu, Stacy. Das hier werden wahrscheinlich die besten Nägel der Welt. Damit wirst du alles Mögliche zusammennageln können. Das verspreche ich dir. Um dieses Meisterwerk kreieren zu können, brauche ich jedoch Material. Da war doch wieder klar, oder? Reite zur Damaskusmine und besorge mir Eisenerz. Komm zu mir zurück, wenn du genug für mich hast. Ja. Ja, man hört, dass die Chips schmecken. Ja. Ja, jetzt werden die Zuhörer alle neidisch und wollen auch Chips haben. Ja, das habe ich extra gemacht. Denn Leute, seid gespannt jetzt auf die Rede, die ich jetzt halten werde. Ich kann auch leise essen. Pardon, Bisch! Ach, ja. Jetzt muss ich hier die Hacke benutzen. Was sollte ich denn mal wirklich machen? Ne? Ach ja, war ja klar. Ich muss absteigen. Schön sagt, bei Konrad macht man alles halt. Ja, ich merke das schon. So, 3 von 5 Eisenerz. Aber die Möglichkeit nach Epona zu kommen, hast du jetzt irgendwie immer noch nicht, ne? Das ist schon gediegen. Ich muss erstmal ein paar Quests noch machen. Wahrscheinlich werde ich erst mit Level 18 oder so dahin kommen. Ja, merkwürdig. So, dann will ich mal die das Eisenerz wegbringen und hoffen, dass das mal reicht für die Nägel. Aber bei Konrad weiß man nie. Aber zum Glück ist es nicht James. Der hätte jetzt wahrscheinlich wieder Bauchschmerzen oder sowas. Oh mein Gott, Spirit ist in der Nähe. Ja, woran sieht man das? Dann kommt so eine Nachricht. Ich sollte in der Nähe sein von Spirit und dann kommt so Laub auf und das weht in die Richtung, in der Spirit ist. Aha, cool. Ich habe ihn noch nicht... Spirit sieht dich ruhig an und atmet langsam, während er den Kopf schüttelt. Spirit scheint etwas finden zu wollen.
Du denkst genauer nach und verstehst, dass er nicht einen Gegenstand finden will, sondern einen Ort. Mhm. Du kannst gerne. Das ist ja deine Aufnahme. Ja, macht nichts. Genau so ein Eisenerz brauche ich für deine Nägel. Das ist doch super, oder? Oh, hier ist im Moment ganz schön was los bei Konrad. Sei gegrüßt, Stacy. Deine Nägel sind fast fertig. Um die Nägel vollenden zu können, brauche ich jedoch noch die wichtigste Zutat. Asche aus dem... Ach du Schiede. Garnok-Vulkan. Gehe zu meinem Haus, Stacy. Dort steht eine Kiste. Diese Kiste enthält die kraftvolle Asche des Garnok-Vulkans. Dieser Stoff wird deine Nägel zum Bauern, was von Bauern zu Königen werden lassen. Hole mir bitte diese Kiste, Stacy, und trage sie mit Vorsicht. Es war sehr schwer diese Asche zu bekommen. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass wir in den Vulkan klettern müssen. Das wäre es ja nochmal. Oh, ich hatte hier gerade einen Hänger. Ich dachte, das Spiel wird jetzt komplett abgestürzt, aber... Ja, ja. Wieder. Ja, ich dachte schon, mein ganzer Computer abgestürzt. Aber ich glaube, das passiert auch gleich. Ja, das ist blöd. Das, ich glaube, mein PC stürzt bloß ab. Ich habe hier schon voll die Störung. Ich glaube, ich muss die Folge gleich beenden und das ganze Spiel am PC mal neu starten. Das wird so nichts. Ich bringe noch die Kiste mit der Vulkanasche und dann jetzt diesmal eine ganz kurze Folge oder ich mache zwei draus. Eine Folge aus zwei. Muss ich mal sehen. So. Hm. Gut, Stacy, lass uns jetzt die Nägel begutachten. Ja, das ist super. So, ich beende jetzt leider die Folge, weil ich habe gerade ein bisschen PC-Probleme. Ich muss meinen... Ich lag auch im TS rum. Ja, ich muss meinen PC neu starten, leider. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, falls ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.